Ich darf euch heute den Arbeitsschritt Entblättern der Traubenzone vorstellen. Das Entblättern der Traubenzone ist ein sehr, sehr wichtiger Arbeitsschritt, denn es führt zu einer besseren Durchlüftung. Gerade nach starken Regenfällen, wo der Fäulnisdruck sehr hoch ist, kann das Blatt wie auch die Trauben besser abtrocknen und das wiederum verhindert uns die Fäulnis auf den Blättern sowie auch auf den Trauben. Ja, abschließend darf ich alle recht herzlich in die wunderschöne Landschaft der Wachau einladen und macht euch selbst ein Bild davon.